In der aktuellen Corona-Infektionslage machen sich viele Menschen Sorgen um ihre Gesundheit, ihre Existenz, ihre Familien. Das kann dazu führen, dass sie schlechter oder kaum schlafen. Daher haben wir Dr. Hans-Günther Wees, unseren Schlafexperten und Leiter des Schlafzentrums am Standort Klingenmünster, um ein paar Tipps gebeten. Ja, diese gegenwärtige Situation ist für viele Menschen neu. Wir sind in einer Ausnahmesituation. Wir haben keine Vorerfahrungen, kein Handwerkszeug, wie man damit umgehen kann. Und das gibt uns schon sehr viel Stress, das belastet uns. Und dann ist es tatsächlich so, dass viele Menschen große Sorgen und Nöte haben, sei es um die eigene Gesundheit, die Gesundheit der Angehörigen oder zum anderen geht es auch um wirtschaftliche Dinge, um den Arbeitsplatz. All das belastet uns sehr und viele Menschen nehmen diese Probleme mit ins Bett. Es gelingt ihnen nicht, diese Probleme einfach vor der Schlafzimmertür zu lassen. Ja, und wenn wir dann ins Bett gehen und über diese Sorgen und Nöte nachdenken, das Gedankenkarussell nicht stoppen können, dann kommen wir in Anspannung. Und Anspannung, das ist der Feind des Schlafes. So lässt sich nicht schlafen, so finden wir nicht einen tiefen, festen Schlaf, so kommen wir nicht in Morpheus' Arme. Warum ist ausreichend Schlaf gerade aktuell wichtig? Nun, Schlaf ist grundsätzlich für den Menschen immer wichtig. Es ist das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, das der Mensch überhaupt hat. Wenn wir keinen Schlaf haben, dann haben wir ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes beispielsweise. Wir haben ein höheres Risiko, dass wir Unfälle im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz durch Übermüdung machen. Und es ist auch ganz wichtig, dass der Schlaf uns gesund alt werden lässt, weil Schlafmangel, chronische Schlafstörungen, das führt auch zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz oder Parkinson. Und heute in der aktuellen Zeit ist eine wichtige Funktion des Schlafes von ganz, ganz großer Bedeutung. Schlaf stärkt unser Immunsystem und aus diesem Grunde heraus ist es besonders wichtig jetzt, dass wir in Zeiten dieser Corona-Pandemie tief, fest, ausreichend schlafen, um eben auch unsere Widerstandsfähigkeit, unser Immunsystem zu stärken. Welche 5 Tipps können Sie Menschen geben, die durch Corona Schlafstörungen haben? Nun, ich meine, es ist grundsätzlich wichtig, jetzt in dieser Phase, wo man wenig Kontakte haben kann, dass man über die neuen Medien, beispielsweise über Telefon, über Handy, Smartphone, Tablet, Videoprogramme, doch noch versucht, Kontakt zu halten mit Angehörigen, mit Freunden, sodass man nicht vereinsamt, weil das einfach schon entlastet, wenn man sich die Dinge von der Seele sprechen kann. Zum anderen ist es wichtig, dass man sich jeden Tag informiert, was die aktuelle Lage angeht. Aber ich würde davor warnen wollen, dass man abends sich durch die Sendungen, durch die Corona-Sendungen zappt, von der einen zur anderen geht und sich damit enorm belastet, dann das sollte man nicht tun, das führt nur zu schlechtem Schlaf oder auch zu schlechten Träumen. Und ich halte es weiterhin für wichtig, dass wir eine Stunde, bevor wir ins Bett gehen, tatsächlich versuchen, innerlich auf Abstand zu gehen, auf Distanz zu gehen, Feierabend zu machen von den Dingen, die uns eben belasten. Da sollte man eine Stunde vorher nochmal richtig grübeln über das, was einem aktuell durch den Kopf geht, was einen nicht loslässt, aber dann schon im zweiten Teil dieser Grübelphase, da sollte es darum gehen, dass wir uns mit den schönen Dingen unseres Lebens beschäftigen, mit den Dingen, die uns auch Gefühle von Sicherheit, von Geborgenheit geben, die unser Selbstbewusstsein nochmal stärken, wenn wir dann darüber nachdenken, was gut läuft in unserem Leben, was wir alles gut können, wie sicher das wir doch sind, dann sollte uns das die notwendige Ruhe und Entspannung geben, um dann so den Schlaf vorzubereiten. Ich würde eine Stunde, bevor man ins Bett geht, alle Medien ausschalten, auch die neuen Medien, keine helle Beleuchtung mehr, weil das nur aufwühlt, die Medien, auch wenn man nur Computerspiele macht oder im Internet surft, das sollte man bleiben lassen. Lieber ein bisschen ein Entspannungsverfahren, ein gutes Buch lesen. Menschen mit Schlafstörungen empfehle ich immer, ja, dass sie ein Märchenbuch nochmal sich zur Hand nehmen oder ein Hörspiel aus der Kindheit. Ich habe 50, 60-jährige Frauen, die hören wieder Hanni und Nanni und die 3 Fragezeichen. Warum? Nun, zum einen, es lenkt ab, es bringt unser Gehirn auf neutrale Gedanken, aber da gehen auch für viele Menschen eben auch diese Gefühle aus der Kindheit mit einher, wo man sich sicher und geborgen gefühlt hat, wenn man diese Märchenkassetten oder Märchenbücher zum Teil vorgelesen bekommen hat.
Und von dem her ist es für viele Menschen ein guter Weg in die schlafförderliche Entspannung. Aber da führen auch tausend Wege nach Rom. Man kann sich auch einfach an die schönen Dinge des Lebens erinnern, an schöne Urlaube beispielsweise, Fantasiereisen machen, sein eigener Fernseher sein. Ganz Deutschland schläft ja vor dem Fernseher am besten, obwohl es dort laut, hell und unbequem ist. Aber man schaltet eben den Fernseher an und sich selber ab. Und wenn wir unser eigener Fernseher sind, unsere eigenen Fantasiegeschichten oder schönen Erinnerungen haben, dann kommen wir in eine ähnliche entspannende Situation. Und Entspannung, das ist eben der Königsweg zum Schlaf. Also auf keinen Fall bis an die Bettzeit heran arbeiten, im Internet surfen, auch kein Sport bis spät am Abend. Da gilt immer als Faustregel, 2 Stunden bevor man ins Bett geht, sollte man keinen Sport mehr treiben. Auch Alkohol am Abend, für viele ein hervorragendes Entspannungsmittel, aber wenn es um das Thema Schlaf geht, ein ganz schlechter Schlafratgeber, weil Alkohol den Tiefschlaf unterdrücken kann und in der zweiten Schlafhälfte eben ja zu mehr Wegreaktionen führt, eher Albträume, Unruhe, Schwitzen befördert. Von dem her Alkohol am besten darauf verzichten, und so sollte es dann gelingen, dass man eigentlich ja sich in sein Kissen, seinen Kopf in sein Kissen legt, selig einschlummert und sich in Morpheus' Arme begibt für einen tiefen, erholsamen, festen Schlaf.